Hey Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Wir fangen gleich direkt an mit Dragon Ball Unreal. Ja, das Ganze ist ein sehr realistisches Dragon Ball Spiel. Das Ganze ist auch ein Fanprojekt von dem guten Moodshit, heißt der Kanal auf YouTube. Das ist der Kanal von dem Entwickler, der das Ganze macht. Es ist ein Ein-Mann-Projekt. Wird in der Unreal Engine 4 entwickelt oder entsteht da. Und ja, im Hintergrund seht ihr ein bisschen Gameplay. Leider konnte ich selber kein Gameplay aufmachen. Ich versuche dieses Video jetzt schon zum dritten oder vierten Mal aufzunehmen. Leider konnte ich das in dem Spiel nicht capturen mit Fraps, nicht mit Hypercam, nicht irgendwie mit Camtasia oder so. Ich habe es einfach nicht richtig hingekriegt. Deswegen, jetzt habt ihr ein bisschen fremdes Gameplay hinten im Hintergrund, was ich ein bisschen schneiden werde und bearbeitet. Aber soll euch nicht interessieren. Guckt einfach das Gameplay an und hört mir zu. Zumindest seht ihr jetzt gerade schon Dragon Ball Unreal. Sieht ein bisschen aus wie wie ein PlayStation 4 Menü oder so am Anfang. Es läuft aber auf dem PC halt. Man kann das mit dem Xbox-Controller spielen, aber auch mit Maus und Tastatur. Und ja, in-game seht ihr jetzt halt schon, wir können mehrere Charaktere auswählen im Auswahlmenü. Allerdings bislang nur Goku oder Goku SSJ4. Mehr geht eben noch nicht in dieser Demo. Hier sehen wir schon, wie realistisch das Ganze ist. Also, es basiert halt auf der Unreal 4 Engine. Die Charaktermodelle Goku sieht man hier, ist jetzt nicht so super realistisch. Beim SSJ4 sieht man das Fell auf jeden Fall ein bisschen besser, was realistischer ist, aber auf jeden Fall auch die Grafik und das Potenzial, was dahinter steckt, da es eben der Unreal 4 Engine gemacht ist, wird hier eigentlich relativ gut deutlich. Und was vor allem ziemlich geil ist, sind die Effekte, wenn man ein Kamehameha oder sowas abfeuert, und die Soundeffekte dazu. Das blende ich euch hier jetzt mal eben ein. So, ihr habt es gehört, es ist alles ein bisschen sehr übertrieben, meiner Meinung nach noch, aber es hat Potenzial auf jeden Fall, wenn mal da mit dieser Unreal 4 Engine ein geiles Dragon Ball Spiel rauskommen würde. Es sieht einfach so realistisch aus, so super geil. Und ja, dann können wir noch mehrere Maps gucken. Wir haben ja noch eine zweite Map, zu der wir jetzt mal switchen. Und das ist eine vorgefertigte Map von Unreal 4. Da drin können wir uns jetzt halt auch mit den Dragon Ball Charakteren bewegen. Und hier sieht man es, finde ich, nochmal richtig gut, die Grafik, wie es halt aussehen könnte mit der Umgebung. Und natürlich müssen die Charaktermodelle dann auch noch angepasst werden und so. Aber das soll ja auch nochmal ein kleiner Einblick sein. Ich finde das Ganze auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was man da alles machen kann. Und ja. Den Link zu dem Creator packe ich euch in die Videobeschreibung. Auch einen Link zu dem Video, wo ihr euch das dann runterladen könnt. Findet ihr alles unten in der Videobeschreibung, gleich die ersten Links. Und ja, ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool. Dann kommen wir noch ganz kurz zu einer weiteren News, die euch vielleicht interessieren könnte, die ich rausgepickt habe. Dazu blende ich euch hier auch mal einen Screenshot ein von dem Facebook-Beitrag. Und zwar hat Dragon Ball Online Global hier was gepostet. Und sie sagen, dass sie halt froh sind, dass sie jetzt nochmal was starten. Und zwar verkünden die jetzt eine Pre-Open Beta, nennt sich das Ganze bei denen, was eine ein- bis zweiwöchige Testphase werden soll. Und in dieser Zeit wollen sie halt nochmal mehr Spieler als jetzt in dem letzten Mal war es nur ein Tag, mehr Spieler auf die Server lassen können, da sie jetzt an den Serverressourcen geschraubt haben. Und während dieser Zeit
wird man normal spielen können, außer man kann keine Dungeons betreten, Timequests machen und Timequest und TLQ, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, was es genau ist, Time-Life-Quest oder sowas, egal, zumindest die ganzen Raid-Sachen kann man nicht machen, an denen wird dann nämlich noch geschraubt während dieser Zeit und dann wird das Ganze nochmal offline genommen, man wird resettet auf Null und dann sagen sie, wird das Spiel in die Open-Beta-Phase gehen und da muss man halt eben wieder von neu anfangen. Genau, jetzt das nur mal für euch als kurze Übersetzung. Link dazu zu dem Post und alles findet ihr dann nochmal in der Beschreibung und auch zu dem Forumsbeitrag. Könnt ihr mitdiskutieren gerne und ja, da bin ich auf jeden Fall auch ziemlich gespannt. Ist halt was ganz anderes als das, was wir gerade hatten mit dem Dragon Ball Unreal, aber beides zwei Game News jetzt von Dragon Ball und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.